Mehrere Mitglieder von Scientist Rebellion, dem wissenschaftlichen Arm von Extinction Rebellion, haben in Madrid das spanische Parlament mit roter Flüssigkeit übergossen. Auf diesem Weg wollten sie Aufmerksamkeit erzeugen. Sie fordern mehr und bessere Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung des Klimawandels. Victor de Santos, ein 30-jähriger Teilnehmer der Aktion am Dienstag, zu den Motiven. Die Haltung der Regierung ist kriminell. Sie verdammen uns zu einer katastrophalen Zukunft. Daher sind wir hier, wo die politische Macht ist, fordern Maßnahmen und dass auf die Wissenschaft gehört wird. Die Aktion war Teil einer weltweiten Kampagne, die nach Angaben der Organisatoren in rund 25 Ländern durchgeführt wurde.